Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der deutschen U21 hier bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino. In gut 25 Stunden haben wir hier unser erstes Spiel in Udine, morgen gegen Dänemark um 21 Uhr. Stadionöffnung wird um 19 Uhr sein. Zu meiner Rechten habe ich mitgebracht Stefan Kunz, unseren Cheftrainer, und Jonathan Tah, unseren Kapitän. Ich fange mit den Fragen an. Stefan, gestern gab es zwei richtungsweisende Entscheidungen. Du hast dich entschieden, wer bei der EM im Tor stehen wird und wer unser Kapitän sein wird. Alex Nübel wird morgen das Tor hüten. Jonathan wird die Mannschaft aufs Feld führen. Kannst du uns noch mal sagen, welche Gründe dafür gesprochen haben? Ja, buongiorno, come stai? So viel zum Thema italienischer Assistenztrainer. Ja, fangen wir mit dem Jona an. Jona war schon unser Kapitän. Wenn man uns zwei jetzt hier oben wahrscheinlich nebeneinander sitzen sieht, hat er auch eine natürliche Präsenz. Und vor allem mit seiner Art und Weise möchte er nur noch mal an das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Norwegen erinnern, was nicht so einfach ist, wenn man in der U21 spielt und dann hochgeht zur A-Nationalmannschaft. Die Art und Weise, wie er dort die Mannschaft geführt hat, nicht nur verbal, sondern auch auf dem Platz, mit seinen Aktionen, mit seiner Art und Weise, mit seiner Ansprache, ist es natürlich dann das, was sich ein Trainer wünscht. Ist aber auch so, dass wir in unserer Mannschaft nicht nur einen Führungsspieler brauchen, sondern wir haben natürlich mit Benny Henrichs, Lukas Klostermann und auch Timo Baumgartl Spieler, die sehr viel Verantwortung übernehmen, und das zieht sich durch die Mannschaft durch. Von daher gesehen bin ich in der glücklichen Lage, über viele Führungsspieler zu verfügen, und Jona ist unser Kapitän. Beim Torhüter war es ein bisschen schwieriger. Wir haben uns gestern Mittag mit Klaus Tomforder zusammengesetzt. Wir haben alle Facetten des Torwartspiels sind wir durchgegangen, angefangen von der Raumverteidigung über die Zielverteidigung. Raumverteidigung, also ich habe auch ab und zu mal nachgefragt, ist natürlich die Beherrschung des 16-Meter-Raums. Die Zielverteidigung, geht es ums 1 gegen 1 und auf der Linie. Dann fußballerische Aspekte, die Leistung aus der letzten Saison, die Leistung für die U21-Nationalmannschaft. Und da haben wir uns für Alex entschieden. Ich muss sagen, es war praktisch ein Rennen auf gleicher Höhe. Am ehesten kann man es vielleicht mit einem Boxkampf vergleichen, wenn der Titelverteidiger gegen den Herausforderer boxt und ist zum Schluss ein Unentschieden, ist meistens der Titelverteidiger dann weiterhin Champion. So ähnlich will man diesen etwas saloppen Vergleich gebrauchen, war es dann auch jetzt bei der Entscheidung für Alex. Danke schon mal für die Einschätzung. Und Jona, was ist das für dich für ein Gefühl, hier bei der U21 Euro die Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen? Ja, es war natürlich immer was Besonderes für mich, hier Kapitän zu sein. Und jetzt nochmal bei so einem Turnier, bei meinem letzten U21-Turnier, weil ich jetzt leider auch zu alt geworden bin, dass ich das nochmal miterleben darf und dann als Kapitän die Mannschaft auf den Platz führen darf, ist natürlich eine große Ehre für mich. Und ich möchte natürlich versuchen, so wie in der letzten Zeit, auch meine Aufgabe als Kapitän da so gut wie es geht auf dem Platz, aber auch neben dem Platz gut auszuführen. Danke, Jona. Dann Ihre Fragen bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dear ladies and gentlemen, it's also possible to ask questions in English. Christiana Passade von Sky. Ich glaube, ich bin es doch. Stefan. Stefan, wenn wir auf die letzte Reihe nochmal schauen, vor Alex Nübel, dann ist die Frage, genügen Ihnen da drei erfahrene Spieler, drei Spieler mit Führungsqualitäten, oder würden Sie lieber vier aufstellen? Wahrscheinlich willst du rauskriegen, ob wir mit Dreierkette spielen oder mit Viererkette, ne? Nee. du willst rauskriegen, ob Timo Baumgart als Führungsspieler auch mit dabei ist. So. Okay, clever gefragt, gibt natürlich keine Antwort darauf direkt, weil letztendlich brauchen wir dann gegen Dänemark 11 Führungsspieler. Aber ich schließe nochmal an und gehe ins Mittelfeld. Ihr habt immer gesagt, ihr wollt versuchen, die Allrounder alle irgendwie aufs Feld zu kriegen, weil da natürlich die große Qualität ist. Wie kann das gegen Dänemark gelingen, weil es ja selber eine sehr spielstarke Mannschaft ist? Genau, das ist die Einschätzung von uns auch. Wir haben die Dänen analysiert, ist eine Top-Mannschaft, wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ein, zwei Fragen sind auch bei uns noch ein bisschen offen. Von daher gesehen müsst ihr euch mit der Aufstellung gedulden. Ich gebe es auch morgen erst der Mannschaft dann bekannt.
Kannst du weitergeben an Kevin kurz? Du bist danach dran, Erik. Ja, Herr Kunz, so eine kleine Frage zu der Keeper-Entscheidung. Wie haben die beiden Keeper die Entscheidung aufgenommen? Gab es Jubelschreie, gab es Tränen? Ja, es war souverän. Da muss ich Klaus absolut beglückwünschen, wie er sein Team da zusammenschweißt. Direkt danach haben sich gegenseitig beglückwünscht, auch in den Armen gelegen. Und was vielleicht noch eine Idee interessanter war, dass dann auch Markus Schubert und Flo Müller auch nochmal voll sich unterstützt haben, dass sie sagen, wir bleiben hier voll dabei und werden dem Team eine extrem hohe Trainingsqualität garantieren, beziehungsweise auch dem Trainer ein gutes Gefühl geben, falls mit Alex mal was passieren sollte. Kannst du weitergehen an Erik? Hab schon. Fast schon beantwortet. Das heißt, dass Alex Nübel auch das gesamte Turnier die Nummer 1 wird. Es gab ja auch mal die Überlegungen, von Spiel zu Spiel zu denken. Ja, im Moment würde ich sagen, ja. Christian Hoch hinter dir. Kannst du mal durchgehen? Danke. Herr Kunz, Nübel selbst hat ja vor ein paar Tagen gesagt, er will perspektivisch auch in die A11 und da vielleicht auch eine Ära prägen. Was glauben Sie, wieso könnte er das schaffen? Ja, damit unterstellen Sie mir, dass ich dasselbe denke. Vielleicht denken Sie das ja. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Genau. Ich glaube, dass wir Schritt für Schritt gehen sollten. Das haben wir auch als unser Motto ausgegeben, den nächsten Schritt machen. Alex ist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, zum ersten Mal für ein ganzes Turnier jetzt erstmal die Nummer 1. Und wir sollten da jetzt auch nicht anfangen mit Vorschusslorbeeren oder dann schon mit irgendwelchen Hinweisen auf die Zukunft, sondern das soll er jetzt erstmal machen. Und alles andere, wissen Sie auch, ergibt sich im Verlauf seiner Karriere dann von alleine, weil mittlerweile wissen wir um die Aufmerksamkeit für die U21-EM und jeder Spieler, glaube ich, der da sich perfekt präsentiert, macht sich dann logischerweise auch interessant für höhere Aufgaben. Eine Reihe hinter dir, Philipp Nagel, bitte vom BR. Frage an beide, vielleicht als allererstes an dich, Stefan. Die Temperaturen hier sind wirklich schon knackig, das haut rein. Das kühlt sich gefühlt irgendwie auch erst abends, dann nach 11 irgendwie erst ab. Ihr habt das Abendtraining auch, glaube ich, auch aus dem Grund schon mal ein bisschen nach hinten verlegt. Also spielt das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle, dass ihr euch da wie auch immer nochmal irgendwie drauf einstellt zumindest? Und dann die Frage an dich, Jona, ist es anders als anders anstrengender oder wie wirkt sich das bei euch aus? Ja, klar sind wir das nicht gewohnt, immer in Deutschland so Temperaturen zu haben, aber ich glaube, zuletzt war es ja auch so, dass es in Deutschland sehr, sehr warm war und ja, da gilt es einfach hochprofessionell zu sein, so viel Wasser wie möglich zu trinken und sich gut zu ernähren, vielleicht vom Doc ein paar Vitamine noch mehr zu nehmen oder Magnesium und ja, da kann man da nicht gegen machen. Schon vorbildliche Antwort. Ja, schließ mich dem an. Für uns Coaches, mein Gott, ich stehe da draußen und schaue mir alles an, ziehst du ein Hemd mehr an, dann schwitze unten drunter ein bisschen mehr, aber das ist jetzt, also ich finde das jetzt nicht irgendetwas, was Einfluss nimmt, weil Dänemark muss an denselben Bedingungen spielen. Der dänische Sommer ist bekanntlich auch nicht so warm. Ganz kurz, Jana, die Kollegen eine Reihe vor dir waren zuerst. Could you introduce yourself? Hi, I'm Leo in IIPS from China. So I want to ask Mr. Coach, we all know what happened for German national team last summer. So as also the defending champion, what do you think your team need to pay extra attention to to prevent that happen again in this summer? I don't think that you can say in every U21 European Championship that someone is defeating his title. Because we are changing a lot of players, only 4 players or 5 players are still with us who were also in 2017 in Poland with us. So maybe it is better to compare this if you win a title with an A team, because then the players normally stay for longer in the A team and this is a little bit more easier. We have different players, different kind of players. This is a new team. It's a special team spirit. Players are a little bit more different if I can compare it to 2017. And so I think this is an own tournament. Nobody will care about if we have to defend the title. So they want to beat us like we also want to beat everybody. Can you introduce yourself? Yes, guten Abend. My name is Gerge Aron Horvat from AAPS and the Hungarian Public Media. My question for Mr. Kunz about Egerstein brothers, because maybe it's a tradition to brothers playing at the same time in German national teams if we think about Boatengs or Benders. So
What kind of role do Eggestein brothers have inside this team? And maybe can we see both of them at the same time here in Italy on the pitch? Thank you. On the training pitch, definitely. Okay, first, some easy answer is when we are looking, because the capacity of the hotel with single rooms was not as big as we need, and so we were asking some players who want to take twice a room. Of course, Eggestein, they take a double room because they know each other for a long time, I think. It is interesting, maybe if you followed the career of those both, normally Johannes was in younger days, he was a little bit more in front, and last year, last 2 years, Maxi also, he overtake him a little bit because he had more matches in the Bundesliga. He stabilized his performance very good. And so maybe he's right now a little bit more in front if you are thinking about the startup line in our team. Jan Betten. And of course we are asking his father if he has some more sons. I guess one or more. Or daughters also. One more daughter. I know that. Jana? Frage an Jonathan. Nach Ihren Spielen mit der Nationalmannschaft gegen Weißrussland und Estland, wie war denn Ihre Ankunft hier? Wie wurden Sie denn aufgenommen und inwieweit mussten Sie auch den anderen viel erzählen? Wollen die viel wissen? Ja, die Ankunft war wie immer gut. Wir sind ja alle gleichzeitig angekommen hier und haben uns vorher in Frankfurt getroffen. Und klar, freue ich mich immer, die Jungs wiederzusehen. Ist doch immer was anderes dann mit Gleichaltrigen und vor allen Dingen mit Jungs, mit denen du dann schon echt ein paar Jahre zusammen gespielt hast und die du dann wieder siehst. Und ja, deswegen war es wie gewohnt. Will ich noch eine Anschlussfrage stellen wollen. Inwieweit ist es denn anders? Insofern anders, dass, wie gesagt, ich habe schon viele Jahre mit den Jungs zusammengespielt. Ich habe gegen so viele schon in der U14 gespielt und jetzt spielt man einfach zusammen in einem Team und man kann über so viel reden und über so viel lachen, was früher passiert ist. Und in der A-Mannschaft ist es einfach durchgemischt. Da höre ich dann lieber Manuel Neuer zu, wie es bei ihm war, als er in der U21 war. Yes. My name is Martin. I'm from Denmark in AIPS Media. As always, you're facing Denmark in this tournament. What do you expect from the Danish side? Martin, I expect definitely a better Danish team than maybe 2 years ago. They have a lot of good qualified players. Maybe you know Skov is very good, especially with his free kicks and standard situations. We have Nelson in the defense. Maybe we have, I think, Ingegaard is right now is maybe going to Berlin in the Bundesliga. So we know about the strength of them. I think very, very interesting that the Danish team, they are less than the half are 96 born. A lot of players are 97, 98, and also I think 5 99 players. So Denmark will also play a wonderful role in the next years. So we have this respect, which we should show with all our self-confidence, but we know this will be a better team than 2 years ago. And just a quick following question. 7 of the players are from the last squad in this squad as well. Can you use that game 2 years ago, like for the preparation? No, I think especially in that age, if the players are playing in their home clubs, that the performance and being, or let me say, playing a little bit more adult football is unbelievable. So we saw it in our team, like development or improving the players from 2 years when we started to right now is really amazing. And so it is the same with the Denmark team. Over your right shoulder, Stefan Ziegelmeier von Spox. Herr Kunz, Sie haben gerade schon ein paar Spieler angesprochen vom dänischen Team. Was können Sie über Andreas Skov Olsen sagen? Er ist ja auch noch sehr jung. Wie sehen Sie ihn und wie sehen Sie sein Potenzial? Also ich glaube, dass mein Kollege Nils Fredriksen besser über seine eigenen Spieler sprechen kann als jetzt vielleicht der gegnerische Trainer. Also wir haben die Dänen analysiert natürlich.
Ich glaube aber, dass wir keinen rausheben sollten, weil es auch als Team sehr homogen sind. Wir wissen, dass sie Belgien keine Chance gelassen haben. Wir haben eben fast eine Halbzeit Belgien zugeschaut. Das hat auch sehr dominant ausgesehen im ersten Spiel. Von daher gesehen, ich würde jetzt keinen rausholen. Bei ihm ist natürlich seine Qualität bei Standards ein bisschen herausragend, aber so könnte man sicherlich über jeden dänischen Spieler etwas Besonderes sagen. Kannst du auch eins rechts weiter nach hinten gehen? Hello, I'm Mikkel from Danish Broadcasting. Earlier today, your Danish colleague picked Heinrichs and Waldschmidt as the two players he were impressed by from your team. If you had to choose two players from the Danish team that you admire, who would it be and why? And you can't say Skov Olsen. Okay, maybe I tell you something about advice from my grandma. When I was angry about weather, my grandma said, things you cannot change, don't worry about. So I cannot choose a Danish player, so please don't be angry that I don't want to take two out of this team. Or just let me say, if I take one of them, I disqualify the other ones. And I also, if you compare it with my positions, I would disqualify some of my players. So maybe you have another question which I can give a better answer. I'll try. Niels Frederiksen said that the Danish team is going to try to have the ball possession. Yep. And I reckon that you will try the same. How will you prevent the Danish team from getting the ball? Good question. So, if you're honest, now you want to know my match plan or our match plan. No, but you're right. I think the kind to play from both teams is very similar. We want to have the ball possession, we want to dominate the match, and we want to create our own ideas. So it will be not only for this, but I think it will be a really very, very interesting match. Not only because of the individual quality of the players, maybe also because of some interesting tactic moments. Thank you. You're welcome. Christian Hoch here, bitte, vorne in der dritten Reihe. Yes. Herr Kunz, Sie haben 2017 den Titel mit der U21 gewonnen. Bei Ihrer Amtsübernahme 2016 gab es ja durchaus ein paar Stimmen, die gesagt haben, okay, warum jetzt ausgerechnet Stefan Kunz? Wie gehen Sie generell mit Kritik oder solchen Diskussionen an Ihrer Person um und würden Sie sagen, dass Sie vielleicht Kritiker stumm gestellt haben dadurch? Gut, die letzte Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil wenn man sehen oder letztendlich, glaube ich, muss man sich an sich selber orientieren und muss für sich wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und ansonsten muss man bei uns im Business erstens mal damit leben, dass andere Menschen eine andere Meinung haben und auch mit gegebenenfalls mit der notwendigen Kritik umgehen. Wie nah die an einen rangeht oder sowas, lasse ich mal dahingestellt. Aktionen, die unter der Gürtellinie sind, ich glaube, das hat einfach dann auch mit menschlichem Respekt zu tun, die tangieren mich weniger. Ich bin immer dann sehr beeindruckt von Leuten, die vielleicht am Anfang kritisch waren und dann danach auch darüber schreiben und sagen, hatten wir eine falsche Meinung, aber es war eigentlich doch ganz gut. Und es ist letztendlich dann, sage ich auch schon, habe ich damals schon gesagt, nicht ein Einzelner. Klar, wenn wir hier scheitern, dann übernehme ich gerne die Verantwortung. Aber wenn es gut läuft, ist es schon ein Wahnsinns-Team, was ich auch um mich herum habe. Also das sind auch schon meine Mitarbeiter, die für diese Erfolge gesorgt haben. Schau mal links von dir. Anders Dehn von Tipsbladet, right? Yeah, so I'll do it in English as well. You're the defending champions, and at least according to the bookmakers, you're also one of the favorites for the whole tournament. Which of the three teams that you face in the group stage do you see as your toughest opponent or challenger? Yeah, I think Denmark, for example, is technical and from match plan very, very strong. I think Serbia has unbelievable high quality, individual quality in some players, and a big mentality, maybe comparable with Croatia during the World Cup. And you know, matches between Germany and Austria, they are unbelievable emotional. And so, you know, these are three special challenges we have to face. And we know about it, we want to face it. And after those three games, we can make a summary how it was. Philipp, könntest du weitergehen an deinen Kollegen André Siems, der hatte sich vor dir gemeldet vom ARD-Hörfunk. Vielleicht
regelt sich dann auch. Genau, hier hinten, Stefan, hallo. Frage mit ein bisschen Augenzwinkern. Wir hatten heute die Möglichkeit, schon in die deutsche Kabine reinzukommen. Ihr habt ja die Heimkabine, sieht ganz anders aus als die Gastkabine. Das ist so ein bisschen Bahnhofverschlag. Kaum zu glauben, dass da wirklich Ronaldo mal drin gewesen ist, der mit Juve gegen Udinese dort gespielt hat. Aber was wirklich sehr, sehr schön war, auf der Flipcharts-Taktiktafel stand schon drauf, Deutschland 0, Dänemark 4. Und da habe ich mich gefragt, was hat diese Flipcharts-Taktiktafel zu bedeuten? Stammt die wirklich von dir und wenn, was hast du dir gedacht dabei? Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht Oliver Bierhoff dahinter steckt. Der hat ja 3 Jahre hier gespielt. Also von mir ist er nicht. Dann stellt sie noch eine ernste Frage noch an. Deutschland hat sich ja immer grundsätzlich in Italien wohlgefühlt. 1980 Europameisterschaft, 1990 Weltmeisterschaft. Deutschland und Italien, warum passt das einfach immer? Schau, das ist deillusionierend, weil wir Fußballer glauben an sowas nicht. Wir glauben nicht an Statistiken, wir sind nicht abergläubig, weil wir, also zumindest, also vielleicht in dem Alter noch ein bisschen, aber wenn du ein bisschen länger dabei bist, weißt du, dass es nichts nutzt, ob du zuerst deinen rechten Schuh bindest und dann den linken Schuh und ob du an dem Tag morgens genau um 10 nach 9 einen Kaffee trinkst oder beim nächsten Mal nicht. Es nutzt nichts. Und deswegen, ich kann es nicht jetzt erklären. Es liegt natürlich in der Historie des europäischen Fußballs, dass Deutschland und Italien schon immer für gute Fußballspiele standen, für ganz viel Historie gestanden sind. Aber das hat jetzt bei uns echt keinen Einfluss, auch wenn dadurch die Story kaputt geht. Geht's ja nicht. Jonathan hat ja schon gezwinkert. Bei dir ist es der linke Fuß vom rechten, oder? Nee, andersrum. Hast du noch eine? Ja, ich hab auch noch eine Frage an Jonathan. Und zwar, der Coach hat ja vorhin deine natürliche Präsenz gelobt, die sich ja sicherlich auch irgendwo begründet durch deine imposante Erscheinung. Deine Art selber würde man ja, denke ich mal, als ruhig beschreiben können. Wie charakterisierst du selber denn dein Amt als Kapitän? Also wie füllst du das aus? Mit dieser ruhigen, verständnisvollen Art? Oder haust du auch mal dazwischen fürs Einzelgespräch, motivierst die Jungs? Also vielleicht kannst du mal einfach so ein bisschen darüber erzählen, wie für dich das Kapitänsamt konkret aussieht. Ja, ich glaube, gerade dadurch, dass ich Kapitän bin und das auch in der Vergangenheit sein durfte, konnte ich mich da brutal weiterentwickeln, weil ich genau diese Ansprachen und dieses, vor allem dieses Verbale, einfach dieses Lauterwerden dann auch mal machen musste und aus mir rauskommen musste, weil das einfach nicht so in meiner Natur steckt. Ich bin dann eher derjenige gewesen, der über Aktionen auf den Platz kam und das gehört einfach auch dazu. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich in den letzten 1-2 Jahren da viel dazugelernt habe, auch natürlich durch die Zeit in Leverkusen die letzten Jahre, durch meine Mitspieler und deshalb versuche ich das natürlich jetzt in diesem Turnier besonders gut zu machen. Und das ist spontan? Also oder überlegst du dir eventuell auch Aktionen? Nee, das ist eigentlich spontan. Also klar, ich denke schon nach vorm Spiel, so was ist unser Plan, was haben wir vor und genau das spricht man dann halt auch in der Kabine oder in der Halbzeit, wenn einem was aufgefallen ist, an. Kannst du vorgehen zu Thomas Skulski vom ZDF? Danke. Jonathan, bei der A11 sagten Sie, Manuel Neuer hätte was von der Euro vor 10 Jahren da erzählt. Was hat er denn erzählt? Dass es schön war. Auch über die Nacht, wie der Titel gefeiert wurde? Nee, da habe ich nichts drüber erfahren. War das gut? Würde ich mal nachfragen, ja. Okay, frage ich ihn. Dann Christian Akpasade von Sky nochmal. Scheint zu gehen. Jona, anschließend an die Frage von Philipp Nagel, andersrum gefragt. Sie sind jetzt nach außen hin, Sie haben es gerade selber auch gesagt, so eher der ruhige Vertreter. Und neben Ihnen sitzt, wir kennen beide Seiten von ihm, aber häufig auch ein Entertainer. Muss man schon sagen, ja Stefan. Also er legt Wert auf Werte, kann auch anders. Aber mich würde mal interessieren, wie erlebt ihr ihn innerhalb der Mannschaft, gerade in so einer konkreten Vorbereitung auf einen Turnier? Ja, man fühlt sich einfach wohl. Man hat das Gefühl, man kann immer mit ihm sprechen und auch lachen und Spaß haben und gleichzeitig natürlich auch diese volle Seriosität und Herangehensweise, wenn wir uns auf Spiele vorbereiten und dass keiner das Gefühl hat, es ist zu locker, aber auch nicht, dass man irgendwie Angst hat oder zu angespannt ist. Und ich finde, dass der Trainer da einen sehr guten Mix hat. Weiter fragen Tim Lüdecke nochmal, 2 Reihen hinter dir. Jetzt endet morgen ja auch eine relativ lange Vorlaufzeit mit dem Trainingslager und den Tagen hier. Wie gut vorbereitet ist die Mannschaft denn jetzt und was kann man jetzt noch machen bis zum Anpfiff?
als Trainer fragst du dich immer, habe ich alles gemacht und könnte ich nicht da noch was machen, könnte ich da noch was machen? Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, die Jungs auch mal in Ruhe zu lassen, dass sie sich auch in Ruhe ihrer eigenen Vorbereitung widmen können. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt natürlich ist ein Matchplan, natürlich haben wir uns was vorgenommen, wir wissen gewisse Abläufe, aber das Spiel wird auch Anforderungen stellen, wo die Jungs eigene Entscheidungen treffen müssen, wo du in der Kürze der Zeit gar nicht von außen einwirken kannst. Und dafür musst du sie natürlich auch den Freiraum geben, auch dass sie vom Kopf her frisch sind. Das ist eigentlich jetzt so ein Zwiespalt oder in mir drin, wo ich dann immer denke, könntest du noch was machen, könntest du noch eine Sitzung machen, das nochmal, könntest du das nochmal mit dem nochmal reden, da nochmal und dem nochmal was zeigen und sich da vielleicht auch ein bisschen zurückzunehmen und so manches ein bisschen laufen zu lassen, das ist eigentlich jetzt so schwer. Deswegen sage ich, bin ich froh, wenn es morgen endlich losgeht und dann wird das Gefühl auch anders. Vielleicht auch an Jona, fühlst du dich mit dieser Art und Weise ganz gut, dass man auch so ein bisschen dann die lange Leine gelassen bekommt? Und noch eine Anschlussfrage, Stefan wollte es nicht so richtig erklären mit der Verteidigungsaufstellung. Spielst du lieber mit Rechtsfüßen oder Linksfüßen hinten zusammen? Macht das einen Unterschied für dich? Gute Frage, lustige Frage. Erstmal zu der ersten. Als lange Leine würde ich das gar nicht bezeichnen. Wie eben schon gesagt, es ist ein guter Mix. Wir haben unseren Plan und ich glaube, alle wissen, was zu tun ist. Und ja, auf dem Platz kommen immer Dinge, die man vorher nicht planen kann oder wo von außen dann keiner mehr eingreifen kann. Und ich denke, dafür sind wir auch Profis genug, dass wir das dann selber in die Hand nehmen müssen. Und alles andere liegt in der Trainershand. Spielfuß? Also in Bezug auf Spielfuß liegt in der Hand des Trainers. Das ist doch ein Beaumont. Der Spielfuß liegt in der Hand des Trainers. Alter. Okay. Dann sagst du was vom Entertainer. Also. Hallo? Weitere Fragen? Ja, haben wir noch Kevin Schwank von der Bildzeitung. Ja, Jona, eine Frage noch an Sie. Das wird morgen ein wichtiges und ein besonderes Spiel. Kapitän, Turnierstart. Wie läuft jetzt so die Abendvorbereitung ab? Geht es um 9 ins Bett? Wird nochmal ein Filmchen geguckt? Um 9 ins Bett wird schwer, weil wir ja noch trainieren. Aber danach essen wir. Dann glaube ich nochmal eine Besprechung. Und dann kann man sich nochmal Gedanken machen vorm Schlafengehen. Nochmal das Spiel vielleicht so im Kopf schon durchgehen. Und dann kommt morgen der Tag. Spielen natürlich sehr spät. Das heißt, keine Ahnung, wir werden morgens wahrscheinlich irgendwie eine Aktivierung machen. Und dann bereitet jeder sich irgendwie sehr individuell aufs Spiel vor. Jeder hat da seinen Aberglauben vielleicht auch, wie er den Tag vom Spiel gestaltet. Und ja. Kleine Nachfrage, wie bereitest du dich denn vor? Ich hatte mal sehr viele Dinge, die ich getan habe vorm Spiel. Ich habe aber auch irgendwann gemerkt, dass es nichts bringt. Aber eine Sache mache ich immer noch, ich stehe sehr früh auf und frühstücke sehr früh. Was heißt früh? Also für mich früh, für einen Fußballer früh heißt 7.30 Uhr. Das ist früh. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann noch zwei, drei organisatorische Hinweise. Wir laden Sie jetzt alle ein zu unserem offiziellen Training. Beginnt jetzt um 20 Uhr. Die ersten 15 Minuten sind offen für Medienvertreter und morgen Stadionöffnung, ich glaube, ich habe es schon gesagt, 19 Uhr. Bisher, Sebastian, korrigiere mich, falls ich was Falsches sage, 7.000 Tickets circa verkauft für morgen? 6.700. Bis morgen werden es bestimmt 7.000. Dann bis gleich und wir freuen uns dann auch, Sie morgen Abend nach dem Spiel wieder zur Pressekonferenz zu begrüßen.